Ja, heißt der Petty und heute geht es um das Heftchen Love Ballads. Ja, Love Ballads von Schott Verlag, arrangiert von Dirko Juchem. Hier habt ihr einmal ein kleines Beispiel, wie es aussieht. Ihr habt die Lead-Notenlinie. Ihr habt den Gesang, also den Text, und ihr habt Akkorde über den Noten stehen. Und das macht das Ganze sehr cool spielbar für mehrere Leute auch. Also für Gitarre, für Saxophon, also es ist für Tenorsaxophon. Für die Trompete könnt ihr es aber auch nutzen. Und ja, wie gesagt, mit mehreren Leuten zusammen halt auch spielbar, diese Sachen, die hier drin sind. Ihr habt eine CD dabei, wo Demo-Tracks drauf sind, also wie es sich mit dem Instrument anhört und wie es sich, also mit Play-Along, dass ihr das dann spielt anstelle von dem anderen Typen, der das eingespielt hat. Und ja, dann habt ihr aber noch dieses gute Heftchen dabei. Das ist nämlich der Klaviersatz, ne? Und da könnt ihr das Ganze auch mit Klavier spielen oder begleitend zum Klavier spielen, wie auch immer. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Das sieht so aus. Und das ist wirklich eine coole Sache. Ich glaube, das Heftchen kostet so um die 20 Euro, 22, 19, irgendwie sowas. Und dafür bekommt ihr eine CD mit Demo-Tracks und Play-Alongs, die Noten und den Text und den Klaviersatz. Finde ich schon mal sehr geil. Ihr müsst aber bedenken, ihr bekommt, ich sag mal so ein, ja, ihr bekommt die Noten von dem Lied, aber halt nicht das komplette Lied. Ja, also ihr könnt es spielen, auch so, dass die Leute es kennen, aber es geht nicht die vollen 3,5 Minuten oder was, es geht meistens so 2 Minuten oder so. Es ist also ein bisschen abgespeckt. Was mich hier ein bisschen gestört hat, das war auch das Einzige, was mich gestört hat an diesem Buch hier. Ne, diese Schott Saxophon Lounge ist so eine Reihe, da gibt es mehrere Bücher, die stelle ich euch alle noch vor. Hier sind wir halt gerade bei den Liebesliedern. Was mich hier ein bisschen gestört hat beim Lied The Rose, ist, fehlt der Refrain. Ne, ihr habt hier zwei Verse und das war's. Also der Refrain, wo es eigentlich rumgeht, der fehlt. Und ich weiß nicht mal warum, weil ihr neben dem Song eine leere Seite habt. Also die hätten das auch komplett da aufführen können. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil dieser Song ist eigentlich cool. The Rose könnt ihr nämlich zum Beispiel nutzen, wenn eine Braut einzieht oder also ne, nicht bei euch zu Hause, sondern eine Braut bei der Hochzeit einmarschiert, sag ich mal, ne? Muss ja nicht immer nur diesen Standard-Hochzeitsmarsch nehmen. Ja, wie gesagt, sehr cool. Es steht auch vorne drin zu den Liedern in Englisch und auf Deutsch stehen ein paar Fakten. Wirklich sehr cool. Sehr leicht arrangiert, ne, dass auch jeder damit klarkommt. Vielleicht nicht mit jedem Lied, aber mit den meisten werdet ihr klarkommen. Ich lese euch ganz kurz die Trackliste mal vor, was hier so drin ist. Und am Ende spiele ich euch das mal alles an, dass ihr so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt, was hier so drin ist. So, wir fangen mal an. Have I told you lately? You are so beautiful. Hallelujah, the rose. Something stupid. Down by the Sally Gardens. You are the sunshine of my life. Green sleeves. If you leave me now, against all odds. Every breath you take. Your song. Just the way you are, and I don't want to miss a thing. Sehr coole Lieder, also eine schöne Auswahl, finde ich. Gerade The Rose, wie gesagt, finde ich sehr geil. Halleluja, gut, das ist ein Klassiker. Kann man irgendwann auch nicht mehr hören. Greensleeves, sehr, sehr schön. Dann Every Breath You Take. Ja, gut, hört man sich auch immer tot. Your Song, auch sehr geil. Also wirklich eine schöne Ausführung hier. Und I don't want to miss a thing. Auch ein Mega-Song von Aerosmith finde ich saugeil. Also mag ich, wirklich sehr cool gemacht. Ich spiele jetzt gleich mal ein bisschen was vor. Ich sag
Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Patty. Adios. Ah, nee, warte, stopp. Ha, ich habe was vergessen. Was ich vergessen habe zu erwähnen. Kauft euch dieses Buch. Also ich werde hier nicht gesponsert oder so. Ich finde es halt einfach geil. Ihr habt auf dem Einspieler-Playlist Dingsbums wahrscheinlich gesehen, wie viele Bücher ich habe. Und davon habe ich, ich glaube, fast alle oder alle. Und ich finde die halt einfach cool. Punkt aus Ende. Da gibt es auch nichts dran zu mäkeln. Die gibt es für Tenor und für Alt. Ne? Also für S-Instrumente und für B-Flat-Instrumente. Ich würde euch empfehlen, die beim Händler zu kaufen, damit jeder, der Arbeit in dieses Buch und in die Songs gesteckt hat, auch ein bisschen was davon hat. Ne? Ansonsten, ihr kennt diese Real Book, Fake Book Geschichte. Ja, wie gesagt, also guckt, dass ihr euch die Noten original kauft. Ich weiß nicht, was legal ist und was nicht. Das müsst ihr einen Anwalt fragen. Das weiß ich nicht. Oder irgendjemand schreibt es mal hier drunter. Wäre auch cool. Gut, ja, ich spiele euch jetzt was vor. So ein paar Eindrücke aus den Liedern. Jetzt nicht fancy aufgenommen oder so, sondern einfach hier straight in so ein Mikro und dann hört ihr, wie ich es hier aufnehme. Ich würde euch sowieso empfehlen, das auf euer Handy oder euer iPad zu machen und dann per Bluetooth irgendwie an eure Boxen zu schicken, dass ihr das ein bisschen leichter habt und nicht immer hin und her rennen müsst. Das ist sonst doof. Aber ihr seht ja, wie ich es hier mache. Gut, ich sage jetzt schon mal Tschüss, Adios und Goodbye. Wir sehen uns bei den Liedern. Ich bin der Patty. Ciao.